Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, ich habe jetzt mal ganz kurz was verändert am Haus. Also, ich habe diese Ecke hier quasi ein bisschen nach drüben verschoben. Und ich habe eine zweite Etage hinzugefügt, die allerdings noch leer ist. Aber jetzt warte ich erstmal, bis ich Geld habe, bevor ich was umbaue. Weil ich habe schon so in etwa einen Plan im Kopf, wie ich das Haus umgestalten möchte. Aber dazu brauche ich erstmal noch ein bisschen mehr Geld. Ich habe jetzt erstmal nur den Grundriss quasi gemacht, damit ich den dann schon mal so habe. So, du gehst jetzt nochmal ganz schnell auf Toilette. Und dann, ja, wir können ja da nochmal. Soziales Netzwerk. Wir können ja da nochmal versuchen, ein Bild zu teilen. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Erfolg damit. Und dann können wir nochmal die Anzahl, also unser Profil aktualisieren. Und dann könnten wir eventuell nochmal auf eine E-Mail antworten. So, dann machst du das mal und danach kannst du dich dann auch hinlegen und schlafen. Ja, Elena ist immer noch auf der Arbeit. Ich muss jetzt echt mal aufpassen, dass ich die beiden nicht mal verwechsel. Weil ich sage irgendwie, wenn ich Elena meine Hannah und wenn ich Hannah meine Elena. Manchmal auf jeden Fall. Elena hat Mila auf der Arbeit getroffen. Und wir haben, ja gut, das Bild hat immer noch viele Negativbewertungen erhalten, ja. Also wie gesagt, ich muss mal aufpassen, dass ich die jetzt nicht so oft verwechsel, denn so ähnlich sehen sie sich auch nicht, auch wenn sie jetzt Zwillinge sind. Ich krieg das schon auch in der Zeit. Und wir haben jetzt 275 Follower. Ja, das steigt ja doch ziemlich schnell gut an, würde ich sagen. Und ich überlege, ob ich Hannah vielleicht morgen auch mal so. Was hast du denn jetzt so unwohl? Schreckliche Dusche. Diese billige Dusche hat sich. Ja, angefangen. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen dann auch irgendwann mal in hochwertigere Duschen, Toiletten und so investieren. Aber ja, das reicht jetzt erstmal noch am Anfang. So. Ellen hat Sommer auf der Arbeit getroffen und wir sind fertig. So, ja. Ich würde sagen, du gehst direkt ins Bett und schläfst. Gelangweilt. Ja gut, langweilige Arbeit. Gut, aber wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir dich ein bisschen voranbringen mit der Arbeit, damit wir dann auch ein bisschen mehr Geld verdienen, weil 16 ist. Okay, ein Sim 24 Stunden keinerlei soziale Aktion ausführen lassen. Okay, gut. Tolle Party jetzt. Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Wollen wir hingehen? Nachtclub, Diskothek, Pan-Europ. Ja, ich weiß nicht, wir sind ja eigentlich ziemlich. Nee, komm, wir bleiben mal zu Hause. Wir gehen das nächste Mal aber wieder auf eine Party. So, ich wollte jetzt eigentlich mit Hannah mal gucken. Ja gut, mit Don sind wir jetzt zusammen. Wir verstehen uns mit ihnen eigentlich auch ziemlich gut. Ja, mal gucken, wann ich mir dann einen neuen Sim suche. Ich denke, ich lasse das mit Don aber erst dann weiterhin dann noch laufen. Ja, ich guck da mal. Muss jetzt erstmal noch nicht sein. Können das ja ein bisschen langsamer dann angehen lassen. So, ich spule mal wieder ein bisschen vor, damit das hier ein bisschen schneller geht und wir nicht hier so ewig lang warten müssen und den beiden mal schlafen zugucken. So, wenn ihr wach seid, könnt ihr euch auch was zu essen nehmen, aber ich denke, du bist doch zuerst wach, genau. Und zwar nimmst du dir ein Rührei mit Speck, was dann auch schon wieder direkt leer ist. Ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich schicke dich doch nicht auf die Arbeit, weil dann können wir das heute mal mit dem aktuellen Schauplatz machen. Oh. Hannah, ich habe von einem Konzert in dem verlassenen unterirdischen Kaufhaus im Modeviertel gehört. Da müssen wir einfach hin. Am besten gehen wir um 20 Uhr los, damit wir auf jeden Fall reinkommen. Ja, gut, das können wir gerne machen. Und der Chef von Anna ist nicht begeistert mit ihrer Arbeit. Okay. Ja, wir arbeiten mal wieder von zu Hause aus. Foto in einer Karaoke-Bar machen. Ja, gut, dann gehen wir danach in eine Karaoke-Bar.
Ich denke mal, dann gehen wir da mit Hannah gemeinsam. Mit Elena. Elena? Du kannst dir mal ein Stück Schokokuchen nehmen. Und dann musst. Ja, gut. Du kannst dich dann auch mal duschen gehen. Und in der Zeit schreibe ich dann mit Elena die E-Mail. Und dann können wir dann zusammen losgehen. Web und auf E-Mail antworten. Ja, dann können wir diesmal zu der anderen Karaoke-Bar gehen, nicht zu der, wo wir letztes Mal waren. Und dann darf ich das nicht vergessen, mit diesen am Schauplatz anmelden zu machen, aber ja, gut. Eine Spülmaschine hätte ich eigentlich auch kaufen können, aber das mache ich dann später alles. Ja, du kannst mal aufräumen und dann... Du arbeitest, ja gut, du arbeitest die ganze Zeit eigentlich. Du räumst dann einfach mal das verdorbene Essen noch aus, damit das ja nicht ganz so dreckig wird alles, sondern einigermaßen ordentlich bleibt. Aber wir haben erstmal noch genug Essen. Ich koche jetzt erstmal nichts, auch wenn das eigentlich das Ziel ist, aber es bringt uns ja nichts, wenn wir dann übelst viel im Kühlschrank haben. So, ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach nochmal mit dem Bild heilen. Vielleicht haben wir irgendwann mal das Glück und wir bekommen mal ein paar positive Bewertungen und nicht immer nur negative. Weil es ja doch ziemlich komisch. Ja gut, aber du bekommst ja eigentlich positives Feedback auf deine Arbeit. Wieso werden denn deine Bilder so schrecklich negativ bewertet? Das verstehe ich nicht. Das Bild passt einfach perfekt zur heutigen Stimmung. Deine Follower sind der gleichen Meinung. Hannah hat 20 Follower dazu gewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 295 Follower. Ja gut, dann hatten wir jetzt ja mal Glück mit dem Bild, dass das so gut geklappt hat. Und sobald... Na gut, dann räumen wir mal das Essen aus in der Zeit. Denn sobald Elena fertig geduscht hat, gehen wir dann noch das Modeviertel besuchen. Oder nicht das Modeviertel, aber wir gehen erst in meine Schuhe in der Karaoke bauen. In das nicht Modeviertel, Badings da. Badings da auch. Wundervolle. Ja gut, jetzt ist sie fertig dann. Gehen wir mal reisen. Und zwar mit Elena. So, du wirst Elena dort treffen. Okay, gut. Dann treffen wir uns mit Elena dort. So, mal gucken, wo die zweite Karaoke-Bar ist. Die ist bei einem Gewürzmarkt. Gut, dann gehen wir dort. Gibt es noch eine? Wir könnten aber auch hier hingehen. Ach komm, gehen wir mal hier hin. Ins Luxusviertel. So, und dann können wir nämlich noch ein bisschen singen oder machen wir das Foto. Und jetzt melde ich mich aber erstmal bei diesem Standort an, weil sonst vergesse ich das wieder. Jetzt muss ich aber erstmal, wie das geht, anmelden. Ja. Ja, so, mit Elena können wir ein bisschen singen gehen. Wir singen mal ein Solo und zwar ein Pop und Simpop. Und Hannah hat 20 Follower dazu gewonnen. So, dann können wir ein bisschen hier hingehen, wenn wir ein Foto machen sollen. Damit wir so ein bisschen... Oh, die Aussicht ist ja wirklich schön. Die habe ich ja noch gar nicht beachtet. Stell dich mal so ein bisschen hier, damit du quasi so von hinten... Und dann machen wir jetzt mal ein Selfie. Und zwar Selfie machen. So, dann drehen wir uns mal ein bisschen. Damit wir diese wundervolle Aussicht haben. Ja, das ist ja wunderschön so. Am besten so. Und dann machen wir mal ein Foto. Und dann noch eins. Und dann können wir mal eins in, ja, zum Beispiel schwarz-weiß machen. Und dann nochmal ohne Filter. So. Foto in einer Karaoke-Bar. Aber wir sind doch in einer Karaoke-Bar. Wieso war das denn da nicht? Oder muss ich so ein Foto machen und darf gar kein Selfie? Ja, ich glaube, ich darf gar kein Selfie machen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt so ein Foto und machen...
Gut, vielleicht sollten wir ein Foto von der Karaoke-Bar machen. Dann machen wir halt ein Foto vom Eingang. So, dann drehen wir das mal. Machen ein Foto vom Eingang. Das ist zwar sehr spektakulär, aber hey. Einfach fotografieren. Aber ich habe jetzt ein Foto in einer Karaoke. Da ist das ja gar keine Karaoke-Bar, sondern eher so eine Karaoke-Lounge. Das kann natürlich sein. Wo haben wir uns denn angemeldet eigentlich gerade? Okay, gut, wir sind in der Lounge. Das kann natürlich sein, dass es gar nicht als Karaoke-Bar zählt. Deshalb. Ja, Elena. Das heißt, wir müssen jetzt leider nochmal losgehen. Und zwar reisen und wieder mit Elena. Jetzt habe ich sie abgewählt. Ah. Egal, ich hole sie dann gleich nach. Ja, gut, dann gehen wir jetzt hierhin, in diese Karaoke-Bar. Und dann holen wir dann Elena einfach mal gleich nach. Damit wir. Ja, Elena singt dann einfach wieder. Wir machen schnell das Foto. Und dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Oder Elena, du kannst hier mit zugucken. Kannst du hier zugucken? Okay, gut, ich kann gerade wieder nichts anwählen. Wieso kann ich nichts anwählen gerade? Sims, hallo? Okay, achso, sie ist nicht mal. Oh, ich bin echt. Ja, ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Elena Bowie herbringen. Du kannst freundlich. Wir können ja eben so kennenlernen und so ein bisschen mal Kontakte mit ihm knüpfen. Das wollte ich letztes Mal schon machen, aber dann ist er einfach weggerannt. Oh Gott, sind der furchtbar. Und jetzt habe ich den falschen Sim wiedergenommen. Wieso? Wieso eigentlich? So freundlich. Dann lernen wir ihn mal kennen und erzählen einen Witz über Vampire. Und mit dir würde ich sagen, gehen wir mal hier draußen hin und machen mal hier ein kleines Foto. Und zwar Foto machen. Ja, wir machen mal ein Foto von der Bar. Dame. Und Foto, 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 Foto machen. Ganz viele Fotos machen. Zählt das ja gut, das zählt ja sehr schön. Und Akira ist eifersüchtig. Okay. Dann reden wir über unsere Interessen, fragen ihn nach seinem Tag. Wie gut kennen wir ihn eigentlich schon? Okay, ein Merkmal fehlt uns noch. Er ist romantisch. Okay, gut. Somit wäre das geklärt. Ja. Dann erzähl mal noch mein Witz über Vampire. Oh, jetzt singt Hannah. Ja, gut, die Töne sind noch nicht ganz so sauber, aber das wird schon noch. Das wird mit der Zeit. So, können wir irgendwie. Wir könnten ja mal Basketball spielen gehen. Und zwar, wir können mal Würfe ausprobieren gehen. Das gleiche kannst du eigentlich auch machen. Dann könnt ihr aufhören, so zu singen. Und hier ist wieder ein Straßenmusiker unterwegs. So. Dann machen wir mal ein bisschen Sport nebenbei. Mal sehen, wer von euch mehr Körbe wirft. Ja, gut, so kann man auch werfen. Und hier sprüht jemand ein, naja, Graffiti hin. Und die hängen auch Posters. Die könnten wir uns. Okay, nein, da hängen doch keine Posters. Sonst hätten wir uns die erholen können. Und wo sind die? Wieso? Gut, die probieren jetzt nur einen Wurf aus. Okay, gut, dann fordern wir mal Hannah einfach zum Turnier raus. Mal gucken, wer dann letztendlich gewinnt. Und Elena wünscht sich, jemanden zu küssen.
Das können wir ja mal markieren. Vielleicht finden wir irgendwann mal jemand für unsere Elena. Aber bis jetzt bin ich eigentlich noch nicht so richtig. Vielleicht Akira hätte ich als Idee gehabt. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht mal gucken, welche Sims wir noch so finden. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Sim für unsere Elena, mit dem wir dann noch zusammenkommen. Weil sie wünscht sich ja auch schließlich ein Sim für, also so die, ihre große Liebe gleich zu finden. So, dann spielt man ein bisschen. Und... oh, das war wirklich... ja, das ist ärgerlich. Das war sehr knapp. Mal sehen, ob Hannah es besser hinbekommt. Boah, ich bin jetzt voll... ja, sie hat es geschafft. Ich muss jetzt voll aufpassen, dass ich den Namen immer vertausche. Das ist sehr schlimm. Gerade eben hätte ich wieder... ja, aber jetzt hat es Elena auch hinbekommen. Sehr schön. So, dann werfen wir es nochmal. Mal sehen, ob die sagt. Ja, das hat auch gut geklappt. Also Hannah hat anscheinend den Dreh ziemlich raus, was Basketball angeht. Und Elena ist... wieso ist sie denn jetzt wütend? Achso, sie hat jetzt nicht... wie konnte sie nur verlieren? Ja. Gut, aber das ist wahrscheinlich, weil sie auch... habe ich sie nicht ehrgeizig gemacht, dass sie deswegen jetzt ein bisschen besonders sauer ist, dass sie verloren hat? Wir können sie mal versuchen zu beruhigen mit Hannah. Damit sie, ja, versuchen zu beruhigen, damit sie nicht ganz so durchdreht. Sondern ein bisschen runterkommt. Und dann können wir sie mal umarmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Tief einatmen. Und ausatmen, genau. Jetzt guckt sie ein bisschen verlegen. Aber sie ist jetzt wieder ein bisschen beruhigt, was ja auch ziemlich gut ist. Ja gut, jetzt scheint aber wirklich wieder alles in Ordnung zu sein. Wir können mal einen Hüftstoß zusammen machen. So. Wir müssen aber auch mal ein bisschen auf Toilette und ich bin gerade noch auf der Suche nach irgendwelchen neuen Sims für Hannah. Aber ich finde gerade keine. Und Elena muss auch schon wieder in einer Stunde auf der Arbeit sein. Also ich denke mir aber, dass ich mir morgen mal mit Elena freinehme. Und dass die beiden immer so einen Mädelstag quasi machen, also so ein Wellnesscenter-mäßig. Dann können wir auch mal in ein Wellnesscenter gehen. Ich habe nämlich eins platziert in der Nachbarschaft. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns mal entspannen, gerade weil in der Woche ist das ein bisschen doof, wenn wir da frei haben, wo sich Hannah da mal auch mal nehmen könnte. Aber wir machen das einfach morgen und hier ist, glaube ich, eine Toilette, da kannst du hingehen. Genau. Und mit dir warten wir jetzt einfach. Du hast Hunger. Wir können ja nochmal versuchen, was zu essen, bevor du losgehst. Und tatsächlich ist ja so ziemlich alles für Vegetarier beeilt. Dann bestellen wir uns mal ein Curry. Noch schnell, bevor wir jetzt gleich losgehen, damit wir noch was in den Magen haben. Und nicht komplett ausgehungert auf der Arbeit sind. Gut, Hannah, du kannst dann aber auch auf Toilette gehen. Und das macht sie jetzt auch. So, dann ess das mal noch schön schnell auf. Damit du dann... ja, scheint scharf zu sein. Ja, du hast den gerade ein bisschen ange... ja. Wie es aussieht, ist Elena nicht an scharfes Essen mit Curry gewöhnt. Mit der Zeit und ein bisschen Übung wird sie problemlos die schärfsten Speisen essen können. Ja. Aber... ja, komm, ess ein bisschen schneller vielleicht. Weil du musst dann auch gleich auf Arbeit, aber ich werde dich unterbrechen, dass du isst. Kommst einfach mal ein bisschen später, ist jetzt auch nicht so problematisch. Und was können wir beide denn jetzt noch machen? Vielleicht gehen wir einfach schon mal wieder nach Hause. Aber nach Hause gehen ist langweilig. Wir würden... bleiben einfach noch mal ein bisschen in der Karaoke-Bar. Vielleicht sind jetzt ja irgendwelche Sims da.
Wie zum Beispiel Gavin. Spricht man den Namen so aus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir können ihn uns ja mal freundschaftlich vorstellen. Wie singst du denn? Ja gut, das war jetzt auch nicht so unbedingt toll. So, dann stellen wir uns ihn noch schnell freundlich vor. Oh, das ist so schön, wie er aus jeder Ecke schiefe Töne klingt. Obwohl Akira das eigentlich ganz in Ordnung macht. Hallo! Wir können ja mal ein bisschen kennenlernen, über die Interessen reden oder einen verrückten Plan vorschlagen, tratschen und einen Witz über Pinguine machen. Aber ich würde sagen, du... Ja, wie langsam bist du denn? In der Stadt findet das Gewürzfestival statt. Okay. Ja, die Pinwand ist voll, die leere ich mal einfach. So, und du gehst jetzt ganz schnell noch auf Arbeit. Ist das Gewürzfestival nicht eigentlich hier fest anstehen? Gut, du bist auf der Arbeit, das ist sehr schön. Und ja, wieso hauen denn immer alle Leute ab, wenn ich mit ihnen reden möchte? Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt auch erstmal wieder Schluss für diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal direkt wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao!